zurück und gönnt euch Happy Groschens wieder hier und willkommen zu einem neuen Video von mir. Moment, euch hat der Trick letztens gefallen, deshalb mache ich jetzt einen neuen. Wenn ich mich so drehe und zurückkomme, ist auf einmal der Würfel so. Manchmal habe ich so Anfälle. So, nachdem wir das geklärt haben, Leute, Xbox 360. Ach übrigens, der Kommentar des Tages wird heute nicht rangeklebt, weil mein Drucker kaputt gegangen ist, als wüsste er, dass er nur noch Scheiße ausdruckt. Ich glaube, meine Schwester hat sogar noch Accounts hier drauf. Auf beiden sieht sie aus wie ein anderer Mensch. Ich bin erregt. Ja, man merkt, wie alt ich war, als ich die Konsole gekauft habe. The Big Pipi. The Big Yana. Und das ist ein Creepy Bear, der hat keine Beine, Alter. Wenn ich in meine Nachrichten gehe, dann sehe ich, hier hat jemand mich gefragt, ob er auf Klo darf. Jerome, ja, du darfst auf Klo. Oh, wir haben Advanced Warfare drauf, das erste Call of Duty Elite, Black Ops 2, World at War, Far Cry 3. Okay, dem Typen geht's nicht gut. FIFA 15 Demo, Fight Night Champion Demo, Forza, GTA und MW3. Oh mein Gott. Oh, das wird bei MW4 genauso sein, dieses Grüne, was so wackelt. Und dann dieser Ton dazu. Es wird genauso sein. Dumm. Übrigens, der Kommentar des Tages, den ich nicht ausgedruckt habe, ist erstens, meine Freundin ist wie Windows 10 und ich habe mir letztens ein Dach gekauft, ging aufs Haus. Haben Sie schon die Exoskelett-Aktion in Advanced Warfare ausprobiert? Scheiße, Leute dachten da noch, es wäre geil. Ah, mein Gamertag noch. Und guck mal, was man hier machen kann. Ich habe Map Packs installiert. Guck mal, was ich jetzt drücke. Und zwar genau diesen Knopf. 3, 2, 1. Oh, die sind deaktiviert. Und man kann zusammen aus Lobbys rausgehen. Ey, wirklich, Infinity Ward ist in dem Punkt einfach gut gewesen. Und meine Klassen sind Yo, Milf, Marcel und Yo. Genauso suchen wir jetzt ein Spiel. Spiel suchen, Standard, Team Deathmatch. 26.000 Leute sind allein in Team Deathmatch. Und wir haben sofort eine Lobby gefunden, Underground. Let's go. Und es lädt mega schnell. Das ist auch was, was mir aufgefallen ist. Irgendwie... Meine Teammates sind so scheiße, ich sehe es sofort. Keiner bewegt sich auf dem Radar, man sieht's. Keiner bewegt sich. Also man sieht, dass die Maps in alten CODs irgendwie schneller laden. Ich weiß nicht warum, das müsste ja eigentlich genau andersrum sein, oder? Hinter mir ist einer, ich hab den gehört. Jawohl, let's go, wir haben mit einem Kill angefangen. Normalerweise ist es ja... Oh Gott, nein, mein Aim. Okay, gut, ganz ruhig, Jam, hier außen ist noch jemand. Und hier war auch noch... Nee, da ist keiner. Normalerweise müsste es ja so sein, dass man denkt, okay, ein COD ist jetzt neuer und aktueller und dann müsste ja eigentlich mit jedem COD immer schneller gehen. Aber so ist es irgendwie nicht. Das ist echt verwirrend manchmal bei COD. Hier ist noch einer, der hat eine Nade geworfen. Geil, geil, Spezialistenbonus. Ja, Spezialistenbonus. Was ich noch nicht erreicht habe. Ich will aber Spezialistenbonus erreichen. Das ist mein Ziel. Oh, nein. Nein, Shotgun! Ein Takashi, das sind so die Sweater von damals gewesen. Ich höre hier was? Jawohl, man hört hier echt die Leute so laut. Ey, wenn man ein gutes Headset in MW3 hatte, war man damals der Boss. Da ist noch jemand und jemand hinter mir. Den habe ich gehört und der übersieht mich komplett. Was ein Idiot. Als ob die Lobbys so gut sind, als ob es so spielbar ist direkt beim ersten Mal. Oh, da oben ist er. Warte, da ist noch jemand oben. Komm runter, komm. Wo bist du? Spring! Jawohl, danke dir. MP9 war eine Zweitwaffe und besser als jeder SMG in dem Spiel. Ohne Spaß, schaut euch das an. Longshots, obwohl ich noch schlecht ist. Okay, das ist kein Longshot mehr, aber der war super schnell down. Seht ihr? Spezialistenbonus mit der MP9. Ihr werdet hier spawnen. Oh nein, nein! Himmelfuß! Himmelfuß 84, die Gamertags! Himmelfuß, ey, dieser typische Gamertag, der von Xbox... automatisch produziert wurde. An dieser Stelle gehen die Grüße raus an Federracker 7. Marcel hat immer gesagt, er hat mit jemandem gezockt, der Mausumschlag 7 oder so hieß, Alter. Oh, ich habe den letzten Kill mit dem schlechtesten Aim der Welt. Oh, Sit down, ja, bitte, komm in MW4 zurück. Soll ich jetzt mal Prestige drücken, so nach 9 Jahren einfach so Prestige 1 gehen? Nein, okay, wir lassen das. Das denkt sich auch der Typ da oben. Ah, Kukula, Bula, we're not gonna do this. The streets can lead that with dead bodies. And we go to war. We are happy. Wollen wir was anderes spielen? Ja, PP90M1 wurde auch liebevoll Dildogun genannt. Gott steh uns bei. Gott steh uns bei. Man ist kein richtiger MW3-Liebhaber, wenn man nicht die Hühner hier getötet hat. Es hat dazu gehört. Und das heißt auch Dildogun, deswegen schaut hin. Der packt einfach so einen fetten Dill. So, da wird schon der erste Kill kommen. Gleich ein Double Kill, jawohl. Okay, er ist weg, aber wir sind jetzt im Spawn. Und die müssten eigentlich... Oh, Hühner. Ich treffe das Huhn nicht. Man könnte sie so gut synchronisieren gerade. Ja, ja, wir sind Hühner, wir sind glücklich, ja. Schade, dass ich keinen Scuff mehr habe und dann auch dieses Movement hitten konnte, wo man so in die Ecke springt und sich direkt hinlegt, was hier richtig effektiv war. Ich hatte auch einen Scuff und diesen Scuff, den habe ich weggegeben. Das war mein erster Scuff. Das war ein Xbox-Scuff, der auch noch handgedrillt war. Also das war wirklich, als die Firma quasi nur ein halbes Jahr existiert hatte damals. Und diesen Scuff habe ich mal im Merch unterschrieben, rausgegeben und bis heute hat keiner ein Foto gemacht. Ich weiß nicht, wo der Controller liegt. Er ist wahrscheinlich weg. Komm her.
Ja! So, er ist so gestorben, hat sich gefreut. Warte. Ja! Aha, aha. Das sind meine Teammates. Oh mein Gott, wir spielen auf Fallen. Die perfekte Bushman. Yo, OGs kennen diesen Satz noch. Gegen wen spielen wir diesmal? Ich sehe schon, mein Teammate ist motiviert, hat ihn geschützt. Und er weiß nicht, was er damit machen soll. Der ist respawned. Jetzt müsste er es aber rausholen, oder? Nein, er geht wieder da. Das ist natürlich... jetzt spawnt er wieder. Und was macht er? Weiß er überhaupt, dass man Geschütz aufstellen muss? Mann, schaut euch den Punktestand an, Mann. Was soll das? Die ganze Zeit nur Streaks oben. Und ich habe eine Todesstreak. Natürlich ist das so. Natürlich. Man hat übrigens, man wurde belohnt dafür. C4 funktioniert auch hier. Kleiner Freestyle. Man wurde natürlich belohnt dafür, dass man gestorben ist in diesem Spiel. Das hat damals richtig abgefuckt. Das hat auch richtig Hate bekommen. Das war aber auch der größte Hate-Punkt. Das war der größte Punkt, den man kritisieren konnte. Heute kann man ja alles kritisieren in COD. Übrigens, Leute, schaut euch mal bitte unten diesen Balken an. Wie unfair. Warte. Wie unfair ist das? Schaut euch das an, Mann. Wo join ich rein? Naja, mindestens ein paar Kills noch holen als einziger in dieser Lobby, weil alle anderen so hart choken. Makrone 5, 206. Mal sehen, wie Makrone 5 spielen wird. Was eine Überraschung. Er hat einen Kill. Hier rein und dann den Spawn einfach so abfarmen und Spezi-Bonus holen. Ah, es ist so ein schönes Gefühl. Wenn so das Geräusch kommt, dieses... Also ihr wisst welches, das hier... Dann fühlt man sich gut. Bitte Infinity Ward, wenn irgendjemand das sehen sollte, bitte, bitte macht das wieder in MP4 rein. Schaut euch das an, man konnte da unten Perks festlegen, die man quasi nach jedem Kill bekommt. Und dann bei 7 Kills hat man einfach Spezi-Bonus bekommen und hatte jedes Perk auf Pro und war einfach ein Panzer. Und das ist so ein schönes, sauberes System gewesen. Oh, wenn MP4 Spezi-Bonus hat, ich weiß nicht, was ich machen soll, Scuff Controller. Auf Dome, der geilste Map überhaupt. Übrigens, die sieht aus wie der Teufelsberg in Berlin. Okay, spawnt hier, komm. Ja, Dropshots, auch wenn er nicht sauber war, aber Dropshots in diesem Game. Ich mag Dropshots mehr als Springen irgendwie, weil Dropshots kann einfach jeder machen. Dann ist niemand benachteiligt, der sich keinen Scuff holen kann. Oder allgemein modifizierten Controller oder einfach, guck mal, wie er da sitzt. Ich warte kurz, hole erstmal den und dann den eklig. Nein, er kommt nach vorne, Mann. Oder wenn ich Claw spielen möchte, weil es einfach zu verkrampft ist, der hat hier einen Vorteil, weil hier muss man einfach nur den rechten Stick so reindrücken und dann hat man es schon. Dann hier in den Dome reingucken, da kommt jemand, ist alles gleich geblieben zu früher. Dann ist hier noch jemand drin, links. Let's go, Mann, geil! Noch einer, Teammate. Nein! An dieser Stelle können wir mal drüber reden, was als nächstes kommen wird. Es ist eigentlich mittlerweile ziemlich sicher, dass es MW4 sein wird. Und sie sagen auch, wie sie es bei BO4 gesagt haben, das wird das Beste aus allen Teilen. Also in diesem Fall aus allen Modern Warfare Teilen. War bei BO4 schöner in der Theorie als in der Praxis, weil wie es dann umgesetzt wurde mit BO4 war einfach nicht gut. Aber die Theorie ist geil. Und wenn sie es in der Praxis genauso umsetzen können, also wenn es wirklich so richtig geil das Beste aus allen MW-Teilen wird, dann kann es richtig was werden. Aber seit BO4 bin ich der Meinung, lasst es einfach den Spiel sein quasi. Wir müssen einfach gucken, wie es wird. Man kann viel spekulieren. Am Ende ist es einfach die Sache der Entwickler, ob sie es hinkriegen oder nicht. Da sind alle. Rein. Kein Kill. Okay, komm, Jam. Hol sie dir alle. Da liegt einer. Und gewonnen. Ich werde alles Erdenkliche dafür tun, euch die besten, neuesten Informationen bereitzustellen. Vielleicht fliege ich auch wieder hin, wie ich es eigentlich jedes Jahr mache. Zeige euch schon Gameplay früher und mehr werde ich nicht machen. Am Ende müsst ihr entscheiden. Affenbombe, was sagst du eigentlich dazu? Ich bin der Meinung, wir müssen einfach abwarten, du. So, mal sehen, was die Person diesmal sagt. Ich bin gespannt. Immer die Musik, die man nicht ausstellen kann. Los, mach. Los, tun wir es. Er hat auch los gesagt. Ist eigentlich kein Zufall, weil los ist ein Wort, was ganz oft in COD gesagt wird. Halt die Fresse, Jeff. Sag mal, alles Koffer. Bei mir ist nur Louis. So, was ist hier? Was haben wir hier für einen Kandidaten? Oh Gott, nein. Nein, spiel nicht so! Guck mal, auf meine Teammates. Ich glaube, ich muss die Lobby wechseln. Guck mal, die liegen alle. Guck mal, was die... Guck mal, wie die hier immer noch alle campen. Unglaublich. Aber man findet echt noch relativ gute Lobbys. Man findet Lobbys, die noch wirklich spielbar sind. Und damit kann ich eigentlich die Frage schon beantworten, wie spielbar MW3 in 2019 ist. Absolut spielbar. Ich sehe kaum einen Unterschied zu damals. Wirklich nicht. Es ist wirklich kaum anders. Und C4-Kills. Ach, C4 war so OP in jedem COD damals. So, jetzt müssen wir meinen Aim testen. Mit der MP9 ging es damals gut. Jetzt bin ich shit. Nein. Teammates, nein. Nein, er kommt da nicht durch. Er kämpft so, dass man nicht durchkommt. Mann, danke. Guck mal, wie viele hier stehen. Hell na, habt ihr das gesehen? Nein. Die aim alles ab hier. Es ist wirklich schwer in dieser Lobby. Ich tue mich echt schwer. Ich glaube, ich wechsle die Lobby gleich. An dieser Stelle muss ich sagen, hätte ich hier einen PS4-Controller, dann würde ich so, so gutes Aim haben. Aber es ist schwer, mit dem Xbox-Controller sich dran zu gewöhnen. Sowas kann ich nicht challengen. Unmöglich. Ah, ich gehe direkt raus aus der Lobby, Alter. Ich suche eine neue. Karten, Hardhead, Maps, gute Maps. Jedes COD braucht gute Maps. Warum lege ich meinen Kopf auf den Tisch? Gute Maps sind das Fundament eines guten Shooters. Maps sind so wichtig. Oh, ich glaube...
ja, ich glaube, wir haben einen Hacker. Okay, einmal haben wir einen Hacker. Es gibt wirklich auch auf der Xbox Hacker, weil die PlayStation 3 Lobbys sind wirklich verhackt. Aber hier trifft man selten mal auf einen Hacker. Also nicht so oft wie auf der PS3, auf gar keinen Fall. Was passiert da? Hä? Nein. Nein, was macht der? Was? Und es geht wieder los. Er schießt wieder seine Raketen, Alter. Wo sind wir? In Nordkorea oder was? Oh, was eine verrückte Lobby. Auf einmal 20 Nades. Jeder hat seine Ausrüstung mal 5, mal 20. Wie viel C4s kann ich eigentlich? Wie viel kann ich werfen? 6, 7, 8. Man geht so rum und auf einmal... Ja, das ist meine neue Lieblingsbeschäftigung. Guck mal. Oh Gott, Leute. Es ist schon lustig, Alter. Und wie viele Menschen triggert es gerade, dass ich es nicht gezündet habe? Guck mal, wie er springt. Out of map. Also, was können wir aus diesem Video entnehmen? Man kann eindeutig sagen, MW3 ist spielbar, zumindest auf der Xbox. Ich habe von vielen Leuten mitbekommen, dass auf der PlayStation ganz, ganz schlimm sein soll, was auch in Ordnung ist. Ich meine, das Game ist so alt. Aber wenn man ohne Hacker spielen möchte und dem entgehen möchte, dann muss man einfach auf der PlayStation, auf der Xbox spielen. Dann ist alles gut, weil dann trifft man vielleicht von 10 oder 15 Lobbys mal eine Hacker-Lobby und das ist dann wirklich nicht so viel. Und man muss gutes Aim haben, das ist die einzige Voraussetzung. Deshalb darf ich eigentlich nicht mehr spielen. Oh. 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 Man hört hier alles, man hört alles. Weil es macht genauso Spaß wie früher, was ich nicht erwartet hätte. Es ist wirklich dasselbe Feeling. Normalerweise spielt man ja alte CODs und es fühlt sich ganz anders an als in der Erinnerung. Hier aber nicht. Und das ist der MW3-Zauber für mich. Ein Grund, auch ein weiterer Grund, warum ich dieses COD so sehr liebe und für mich eines der besten CODs ist. Und deshalb freue ich mich auf Modern Warfare 4 und freue mich darauf, was Infinity Ward macht, weil sie es können. Und sie haben es dreimal bewiesen. Sie haben auch bewiesen, dass sie es verkacken können. Deshalb bin ich immer vorsichtig, aber eine gesunde Freude schadet keine. Und mit diesen Worten, Leute, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.